Also, der Ansatz der Professoren, der Lösungsansatz lautet, die sagen, wir haben seit 400.000 Jahren alles verkehrt gemacht in der Welt. Wir haben die Konzerne belohnt, wenn sie die Umwelt plündern, wenn sie quasi die Ressourcen der Erde ausbeuten, ohne Rücksicht auf unsere Gesundheit, ohne Rücksicht auf unsere Zukunft, auf die Vergiftung der Erde und so weiter, dann haben wir ihnen den größten Profit ermöglicht. Wir müssen es einfach umdrehen. Wir müssen meine Gesundheitsdaten und meine Wohlfühlnoten müssen zur Grundlage der Gewinnermittlung jeder Firma auf der Welt werden. Ja? Besonders hier in Deutschland erst einmal. Das heißt, mein Hausarzt kriegt dann am meisten Geld, wenn er mir mit kostenlosen Spaß machen Gesundheitskursen, Ernährungskursen, Sportkursen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos, wenn er mir hilft, ein gesünderes, glücklicheres Leben mit gesünderer Ernährung und so weiter zu führen, dann kriegt er Geld ausgeschüttet, wenn das Erfolg hat. Und nicht wie bisher, je kränker ich werde, desto mehr verdient die Pharmaindustrie an meiner Tablettensucht. Ja? Also Umkehrung des gesamten Systems, aber sanft, friedlich und ohne Gewalt. Ja, ein interessanter Gedankengang erstmal, auf jeden Fall. Aber ja, Sie sprechen von Ausschütten. Inwieweit ist das jetzt zu verstehen mit dem Geld ausschütten? Da stelle ich jetzt mal erstmal die Frage. Ja, wo der Staat. Kommt, von welchem Geldpot? Der Staat muss helfen bei der Ausschüttung dieser Sachen. Also ohne staatliche Lenkung geht eine richtige Gesellschaft nicht. Das ist das Ergebnis der Professoren. Denn wenn wir den Kapitalismus so weitermachen lassen, zerstört er am Ende alles und macht aus allem, aus jedem Baum im Regenwald einen Dollar. Ja? Und am Ende ist alles kaputt. Ja? Also es muss so laufen, dass zum Beispiel die Krankenversicherung errechnet, aha, meine Kunden kaufen bei dem und dem Rewe-Markt ein, bei dem Alnatura und so weiter. Und entwickeln sich gesundheitlich zum Beispiel besser. Die Leute beim Alnatura entwickeln sich gesünder als die beim Rewe. Dann kriegt Alnatura von uns, der Marktleiter, einen Gewinnzuschlag ausgeschüttet aus den Geldern, die ja durch unsere geringeren Krankheitskosten eingespart werden. Wenn es weniger Krebskranke gibt, weil die Leute sich gesünder ernähren. Und dadurch wird quasi jeder Markt, entsteht ein neuer Wettbewerb. Jeder Markt versucht, seine Kunden noch besser gesundheitlich zu ernähren. Und versucht, die zu verführen zu noch mehr Gemüse, zu pestizidfreiem Obst, glyphosatfreien Sachen und so weiter. Und der Händler wird Druck auf die Zulieferer ausüben. Wenn wir noch eine Spur an Gift finden in euren Sachen, dann seid ihr raus aus meinem Markt. Ja? Ja, aber da kann auch ein großer Konkurrenzkampf herrschen und das kann auch sich ins Negative wenden, weil jeder will natürlich den anderen übertreffen. Und da sehe ich meine Problematik. Also Sie mögen den Wettbewerbsgedanken nicht, wenn ich das richtig sage. Genau. Ja, weil Wettbewerb, natürlich, das ist menschlich, urmenschlich ist das. Aber das Problem ist, ne? Also Sie haben die Sorge, ja, ich fasse mal zusammen. Sie haben die Sorge, dass es wieder in eine bösartige Konkurrenz ausartet, in der irgendwie jemand doch wieder einen Weg findet, vielleicht seinen Konkurrenten zu schädigen oder so. Da haben Sie recht, da muss man natürlich drauf aufpassen. Also man darf das, was wir jetzt haben, der jetzige Wettbewerb, die jetzige Konkurrenz lautet so, jeder Konzern versucht noch besser als die andere die Welt zu plündern und zu schädigen. Da ist also die Schädigung von vornherein steht schon fest. Ja? Und natürlich müssen wir auch bei dem neuen System darauf achten, dass ein freundlicher Wettbewerb bleibt, dass der eine Arzt nicht versucht, die Patienten des anderen so zu schädigen oder irgendwie zu vergiften, dass damit er besser dasteht und dann die größeren Ausschüttungen bekommt, weil er relativ gesehen höher in der Rangliste steht und so weiter. Darauf muss man achten. Das werden aber die Professoren mit Garantie tun, denn genau davor hätten sie auch die größte Angst. Also, aber es gibt Systeme, mit denen man das verhindern kann. Ja? Also gegenseitige Unterstützung ist da für mich einfach die Lösung, der Lösungsansatz. Aber wenn man von Ausschüttung spricht, dann gibt es immer einen, der sich sozusagen mehr etabliert, ich sage jetzt einfach mal etabliert, oder besser ist als der andere und kriegt dann einen größeren Teil vom Kuchen ab. Wären Sie mehr für Equal Pay für alle? Also die Ärzte gleichermaßen bezahlen zum Beispiel? Alle gleiches Gehalt oder so? Oder für was sind Sie? Nee, ich bin einfach dafür, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt.
Das ist es. Ja, nur da sagen jetzt die Wissenschaftler, ist doch ein interessantes Gespräch, wo wir gerade drin sind, ja? Da sagen die Wissenschaftler, ist ja ein kleines Problem, dass wir als Wissenschaftler mittlerweile absolut sicher bewiesen haben, auch durch Darwin und die Evolutionstheorie und alles, hundertprozentig bewiesen ist, dass es so etwas wie einen kleinen Genegoismus in jedem Lebewesen gibt. Ja? Dass Gene tendieren, auch die friedlichsten Bonobos, zum Beispiel Bonobo-Forschung, ja? Auch die friedlichsten Bonobos haben trotzdem den Wunsch, die gehen in so einen kleinen Wettbewerb rein. Der kleine Wettbewerb lautet, ich will den Frauen noch mehr schenken als der andere Bonobo-Mann, damit ich noch beliebter werde und die statistische Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich der Vater des nächsten Kindes werde in der Gruppe. Also auch dort gibt es trotz aller Friedlichkeit, und wir gehen davon aus, dass der Homo erectus noch viel friedlicher war als der Bonobo, trotz dieser friedlichen Szenarien ist es trotzdem so, dass jeder eigentlich seine Gene vermehren will, stärker als andere. Also so eine Restspur an Wettbewerb, dass der eine Arzt sagt, ich will, dass meine Mannschaft, und wir unterstützen uns natürlich in der Mannschaft, aber ich will trotzdem, dass meine Mannschaft in der Rangliste der Stadt Köln ein bisschen höher steht als die von dem Nachbararzt. Weil ich will einfach noch besser die Gesundheit meiner Mitmenschen fördern und ich will deren Wohlbefinden und deren Glück noch besser fördern als andere. Und da sagen die Professoren, noch idealer geht eine Gesellschaft nicht, weil wenn ich sie jetzt noch idealer versuche zu machen, nimmt sie keine Rücksicht mehr auf den Genegoismus der Menschen und dann scheitert sie. Und da sehe ich weiterhin ein Problem, weil da gibt es Leute, die stecken viel Herzblut in eine Sache rein und werden trotzdem nicht besser als die Konkurrenz und geben einfach das Beste. Alle Liebe stecken sie da rein. Und sie würden gerne auch dem, nicht belohnt. Sie würden auch gerne dem, der jetzt als Arzt zum Beispiel nicht in der Lage ist, diese neuen präventivmedizinischen Gedanken zu lernen und so weiter, ja, der sich da schwer tut und da nichts und dann in der Rangliste auf Nummer 170 in Köln steht bei den Hausärzten, dem würden sie es auch gönnen, dass der auch viel bekommt. Ja, man muss einfach das auch anerkennen, dass diesen Fleiß. Und das ist schwer, ne? Wie will man das denn aufwiegen? Wer wie viel arbeitet und wer? Wir sind uns einig, dass Sie jetzt dafür plädieren, dass wir den Markt und den Wettbewerb endgültig abschaffen. Das wäre Ihr Plädoyer. Für mich ist das auch eine Art von Wettbewerb. Ne? Also Wettbewerb lässt sich anscheinend auch nicht vermeiden. Das ist einfach dieser Urgedanke. Ne? Stichwort Egoismus. Ich habe ja mal in einer Gemeinschaft gewohnt und eine Gemeinschaft funktioniert nur dadurch, dass viele individuelle Köpfe gemeinsam etwas schaffen und viele Egoisten zusammentreffend ergeben die Gemeinschaft. Und sonst gibt es gar keine Weiterentwicklung. Ich würde selbst gerne in ZEC oder Tamera zum Beispiel, kennen Sie bestimmt, ZEC, Tamera, ZEC, das ist so eine Gemeinschaft, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, Dieter Duhm, Tamera, oder in solchen Gemeinschaften würde ich gerne leben, wenn die nicht dann auch wieder, nicht jede dieser Gemeinschaften wieder unrealistische Teilkonzepte hätte. Das war so meine Erfahrung. Sonst lebe ich leider nicht, sonst würde ich da drin leben. Aber also wir können zum Schluss mal so festhalten, weil ich jetzt so ein bisschen da gucken muss, wo die hin sind. Haben Sie es gesehen, wo die hin sind? Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee. Ich fasse zusammen, wir werden uns nicht ganz einig. Sie wollen etwas weniger Wettbewerb als die Professoren, ja, also etwas weniger dieses, also dass der Arzt dann sich quasi einen neuen Job suchen muss, weil er als Hausarzt keinen Erfolg hat, sondern dann in die Forschung geht vielleicht und dort einen gut bezahlten Job hat, weil ihm das besser liegt, weil ihm Prävention vielleicht nicht so gut liegt wie manchen anderen, ja. Dass diese Härte dieses Marktgeschehens und dieses Wettbewerbs, die würden Sie gerne irgendwie vermeiden, diese Härte? Ja, habe ich es richtig verstanden? Ja, ich versuche jetzt mal, das irgendwie mit Sport zu vergleichen. Im Sport gibt es ja auch die Konkurrenz und der eine ist nun mal besser als der andere. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Bundesjugendspiele. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo das Gespräch war, es abzuschaffen, weil sich gegenseitig dann die Kinder, die damit nicht umgehen können, sich gegenseitig mobben, weil der eine wird mit einer Ehrenurkunde belohnt und der andere mit einer Siegerurkunde, der andere kriegt eine Teilnehmerurkunde. Und das ist auch schon, da fängt Wettbewerb auch an. Auch bei den Noten fängt es schon an. Ja, bei den Noten, genau. Und wir sind nun mal in der Leistungsgesellschaft und müssen das auch so leider akzeptieren.
Und es gibt... Wir sprechen heute nicht über leider akzeptieren. Wir wählen uns ja gerade die ideale Gesellschaft. Sie dürfen ruhig sagen, wenn Sie sagen, ich sage Ihnen jetzt nur, also ich habe Sie jetzt verstanden, dass das wäre so Ihr Wunsch, eine ideale Gesellschaft. Und ich sage Ihnen, die Professoren können Ihnen an diesem Wunsch nicht entgegenkommen, nicht vollständig entgegenkommen. Sie wollen ja eine menschlichere Gesellschaft, eine fast ideale. Aber Sie sagen, wir müssen ein klein bisschen freundlichen, sportlichen Wettbewerb im System lassen, damit wir noch konkurrenzfähig bleiben. Denn wenn dieser Wettbewerb fehlt, wird unsere Wirtschaftsleistung insgesamt sinken und dann wird irgend so ein verrücktes Land wie die USA, das ja sowieso alle Staaten der Welt angreift, wenn sie gerade mal Lust dazu haben, uns vielleicht besetzen und dann ist, ja, und so weiter. Also das heißt, wir brauchen eine minimale wirtschaftliche Stabilität und die brauchen wir in der Evolution sozusagen. Und deswegen müssen wir sozusagen so einen freundlichen, sanften, menschlichen, kontrollierten, auf Missstände hin kontrollierten, sauberen Wettbewerb, fairen, freundlichen Wettbewerb müssen wir erhalten. Und dann können wir jetzt zum Schluss einfach sagen, an diesem Punkt werden wir uns nicht einig, aber es war doch gut, dass wir darüber mal diskutiert haben. Ja, oder? Ja, absolut. Also ich denke mir aber so, die sich besonders durchsetzen auf dem Markt, dass die einfach die Bereitschaft haben sollten, den Kleinen, die es auch wirklich wollen und die es vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so schaffen wie sie, dass sie auch irgendwelche Anerkennung dafür kriegen, irgendwelche Unterstützung, dass natürlich Wirtschaft versteht sich immer dadurch, dass es eine reichere und eine ärmere Hälfte gibt. Und es muss ja irgendwie... Wobei die Schere sich durch das neue System schon mal deutlich zusammenziehen würde wieder. Aber das ist eine längere Geschichte. Aber ich will es noch mal zum Schluss so sagen. Auch die Bonobos, also die Bonobo-Forschung ist ja für Professoren was ganz Wichtiges. Ja? Weil wir dort sehen, dass es auch friedlicher geht, als nur mit Genoziden wie beim gemeinen Schimpansen. Ja? Und die Bonobos zeigen uns aber eben auch, dass jede dieser Wissenschaftler sind das nun mal biologische Einheiten. Und jeder dieser Bonobos-Männer will wirklich... Der hat wirklich den Ehrgeiz, ich will den Frauen und Kindern der Gruppe mehr schenken als der andere Bonobo. Ich will dadurch mehr Nutzen entfalten, will dafür aber auch etwas mehr geliebt werden und dadurch etwas mehr statistisch Kinder hinterlassen. Der weiß natürlich nichts von der Kinderwahrscheinlichkeit, aber das ist wissenschaftlich herausgefunden, dass die Bonobos, die größten Geschenke machen, tatsächlich die größte statistische Wahrscheinlichkeit haben, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Ne? Und diesen Wettbewerb würden Sie gerne abschaffen und die Professoren sagen, diesen Restwettbewerb können wir nicht abschaffen. Können Sie eigentlich mal ein bisschen Genozide definieren? Genozide, die Schimpansen gehen wirklich hin und versuchen Nachbargruppen ganz auszulöschen, also Völkermord zu betreiben. Die gemeinen Schimpansen sind so. Die sind so richtig rabiat, die sind nicht sehr kooperativ, nicht sehr liebevoll, die sind eher so Krieger, ne? Und der Bonobo ist so ziemlich das Gegenteil. Der ist eher so der kooperative, matriarchalere. Die Professorin, Professor Franz de Waal hat sie genannt, die matriarchalen Hippie-Affen, die praktizieren ja Make Love, Not War. Ja? Und damit hat er die quasi uns ins Bewusstsein gerückt, dass es in der Evolution sein kann, dass der Homo erectus eigentlich eher dem Bonobo ähnlicher war als dem Schimpansen. Also Genozid. Völkermord heißt das ja auf Deutsch. Ne? Und die Schimpansen begehen Völkermorde. Ja, jetzt habe ich da vielleicht ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht bin ich mit der Materie nicht so vertraut. Ich halte mich da erstmal. Aber wir können es ja abschließen. Wir werden uns nicht ganz einig. Wir haben jetzt diskutiert. Sie wünschen sich eine Gesellschaft mit noch weniger Wettbewerb und noch weniger Markt. Und die Professoren sagen, so ein Rest an Markt und Wettbewerb müssen wir erhalten, damit volkswirtschaftlich wir stark genug bleiben, um in diesem weltweiten Wettbewerb und um zum Beispiel auch uns schützen zu können vor möglichen Übergriffen, zum Beispiel der USA oder anderer Staaten. Ja, Ressourcen müssen vorhanden sein und das ist nun mal so, Wirtschaft klappt nur auf diesem Wege, dass es Wettbewerb gibt und Wettbewerb kann man aber trotzdem irgendwie noch mal ein bisschen idealer machen. Es ist eine Auslegungssache. Also Sie können sicher sein, dass die Professoren die sanfteste und menschlichste Form dieses und fairste Form dieses Wettbewerbs erzeugen wollen,
Aber wir halten fest, wir hatten ein interessantes Gespräch und nicht jedes Gespräch muss mit einer Übereinstimmung enden. Ich habe schon drei heute Übereinstimmungsgespräche und heute, jetzt haben wir eins, wo wir festhalten, dass wir uns nicht ganz identisch die Sache sehen, aber dass es für die Zuschauer ein wichtiges Gespräch ist, über das Thema nachzudenken. Ja, ich bedanke mich. Alles klar. Ja, ich will mir das dann auch angucken. Ja. Alles.